Hi Leute, ich grüße euch zu einem neuen Video. Heute mal mit einem kleinen Exklusivvideo. Und zwar, ich wurde von einem Bekannten von mir eingeladen, dass ich mal an seinem See angeln darf. Ich muss ehrlich dazu sagen, es ist ein privater See, also hier ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und er hat mir einfach mal gesagt, geh mal raus, fisch mal eine Nacht, probier mal dein Glück. Er hat mir mal ein paar Fotos zugeschickt, welche Fische er hier schon gefangen hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ein bisschen nachlegen kann, ob ich ein paar Monster vielleicht auffangen kann, wie er gefangen hat. Werden wir mal sehen. Ich habe jetzt eine Nacht Zeit. Ich kann mich hier austoben, also ich kann alles Mögliche machen, also sprich Raubfisch, Frittfisch, alles Mögliche. Geplant habe ich eventuell zwei auf Karpfen ablegen, eine dann auf Raubfisch irgendwo an die Ecke, vor das Holz und nebenbei dann vielleicht mit der Brotrute da ein bisschen probieren und so. Oder mal schauen, oder ein bisschen nebenbei ein bisschen Spinnfischen und so. Ist ja ein privater See, ich kann ja mit 4-5 Ruten angeln, ist ja kein Problem. Also, das Auto ist vollgeladen mit Ruten und Sachen. Jetzt werde ich es mal ausladen und dann machen wir eine Rutenkarpfenroute fertig. Und dann erkläre ich euch mal ein bisschen was über den See. Einfach erzähle ich mal ein bisschen was über den See, wie er zusammengebaut ist, wie die Struktur ist. Und dann sehen wir uns später einfach nochmal. Karpfenmontagen habe ich jetzt mal bestückt. Da ist einmal mit dunklem Bodenköder weißer Pop-Up und heller weißer Köder und hellen Pop-Up probieren, weil ich war ja hier noch nie. Also, darum, ich weiß nicht, und man hat mir auch keine Tipps gegeben, auf was die Fische gut beißen. Ich muss alles selber rausfinden. Dann werde ich es einfach hier mal probieren. Einfach mit den Köderfischen, mit den Boilie-Sorten. Einfach mal hier wahrscheinlich eine hier vor meinen Füßen hier platzieren und eine rechts irgendwo Richtung Holz rüber. Da werde ich jetzt mal anfangen, da habe ich jetzt ein bisschen was steigen sehen, werde ich da mal ein bisschen probieren. Jetzt mal das allererste da ablegen, weil ich bin jetzt schon früher Vormittag, ich habe noch genug Zeit. Danach werde ich noch meine Brotmontage machen und werde mal ein bisschen auf Oberfläche gehen, weil ich habe sie ein paar Mal schon ein bisschen an die Oberfläche steigen sehen. Und dann denke ich mal, müsste es nicht allzu lange dauern, bis hoffentlich mal irgendwo ein Fisch beißt. Bis nachher mit Fisch hoffentlich. Meine beiden Karpfenruten liegen jetzt. Einen habe ich jetzt rechts an den Rand rüber geworfen, da wo es ein bisschen ein Gehölz ist, ein paar Meter davor. Und da habe ich einfach die Bremse ein bisschen stärker zugemacht. Und die einen habe ich einfach ein paar Meter vor mir über so einen harten, leicht kiesigen Boden gefunden. Nur so, keine Ahnung, 5-6 Meter raus. Die haben wir beim Unterhandwurf so rausgeworfen. Dann habe ich einfach Boilies drüber geworfen und hinten auch gut gefüttert. Jetzt werde ich mit der Brot ein bisschen auf Oberfläche probieren, weil ich habe sie da hinten ein bisschen steigen sehen. Allerdings habe ich diesmal die Brotmontage ein bisschen umgebaut, als wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich den Spirulino vergessen, diesmal habe ich ihn nicht mehr dabei. Einfach ganz einfache Montage, Spirulino, hier zwei Stopperknoten, Spirulino, dann einfach dein 50-60 cm langes Vorfach, je nachdem, die Länge kann man ja variieren, so wie ihr möchtet. Ich möchte einfach nur, dass das Brot 50-60 cm unter der Oberfläche einfach im Mittelwasser driftet. Letztens hatte ich den nicht dabei, da ist mir das Brot einfach viel zu schnell abgesunken und ich habe da wahrscheinlich einige Bisse nicht verpasst. Und deshalb habe ich ihn diesmal mitgenommen, dass er einfach an der Oberfläche liegt. Und der kann auch ein bisschen nach links und rechts treiben, da ist das Brot immer ein bisschen in Bewegung. So ein Laugenbrot, das Innere hält sich eigentlich ziemlich fest von der Masse her und es hält eigentlich ziemlich lange auf dem Haken, als wie so eine Flocke, die löst sich gleich mal auf. Aber mit so einem Laugenbrot müsste es eigentlich funktionieren. So, dann nehmen wir einfach das Innere von dem Lauge einfach ein bisschen zusammendrücken, dass es einfach schön fest ist. Dann bei der Gummiöffnung, die bei der Brettbombe immer dabei ist, kann man einfach die Lauge einfach zwischendrin stecken und dann einfach ab die Post.
In den Tunterholz reingeht. So, mit der Fahnenstelle habe ich ihn raus. Meine Hechtmontage abgelegt vor den Bäumen. In dem Moment ist meine Route, wo ich vor die Füße hingelegt habe, abgelaufen. Leider war die Kamera noch nicht aktiv da. Hab einen schönen Graser gefangen. Nicht allergrößte, aber echt schöner Fisch. Zwar am Anfang wie ein Kartoffelsack, aber zum Kescher nahezu geht er ab wie eine Rakete. Das hat er sich natürlich ein bisschen erholen können in der Sling. Naja, schauen wir mal, ob er sich schön filmen lässt. Das ist nicht mal ein schöner Graser, nicht? Wenn der mal so 15, 17 Kilo hätte, wäre echt ein richtiges Brett. Aber echt schöner, kampfstarker Fisch. Schön dunkle Färbung. Echt schön. Hoffentlich geht es ja weiter. Vielleicht fangen wir noch einen. Vielleicht ein anderes Spiegler. Schuppi. Mal schauen. Jetzt sind mal ein paar Stunden vergangen. Einen Barsch haben wir weiter hinten gefangen auf der kleinen Barschroute vom Freund. Wir sind heute zu zweit. Er filmt mir ein bisschen nebenbei. Finde ich auch gut, weil sonst bin ich meist alleine unterwegs. Zu zweit bringt man einfach bessere Aufnahmen her. Zum See selber jetzt mal ein paar Takte. Der See ist ungefähr knapp ein Hektar. Durchschnittstief ungefähr 3 Meter. Und er hat einige Fischarten drin. Also es sollen anscheinend Zander drin sein. Hecht, Wels, Barsch, Graskarpfen, Spiegelkarpfen und Schuppenkarpfen. Und halt die ganzen Weißfische. Außer, ich glaube, Praxenschleien hat er bis jetzt auch noch nie gefangen. Sind, glaube ich, welche gar keine drin. Mir soll es recht sein, ich bin kein Praxen- und Schleif-Fan. Sonst muss ich sagen, sehr viel Holz, vor allem an den Rändern, sehr, sehr viel Holz. Also ist sehr viel reingefallen und so und auch viel abgestorbenes Holz. Natürlich gute Versteckmöglichkeiten für den Karpfen. Viel Laub, also es sind ja schon rundherum überall Wald, also viel Laub. Also ich denke mal auch, dass sich das Laub hier auf dem Grund absetzen wird. Und dadurch der Boden irgendwann mal ziemlich weich ist, aber ich habe mir vorher mal ein paar bisschen Blei durchgeworfen, ein paar harte Stellen habe ich gefunden. Habe jetzt die zweite Route ganz da hinten abgelegt, vorher mit dem Boot, und die eine Fische wieder auf dem Spot, wo ich den einen Spiegler gefangen habe. Eine Köderfischroute liegt ganz hinten in der Ecke drin und so, einfach so, dass ich ein bisschen Platz habe zum Angeln und so, weil ungefähr hier in der Insel ist ja die Inselmitte, dann geht seitlich ein kleiner Altarm vorbei und hinten gibt es auch noch einen kleinen Bereich. Allerdings muss ich sagen, der hintere Bereich, da ist ein großer Baum reingefallen, da fehlt natürlich ein großes Stück vom Gewässer, was man nicht beangeln kann. Finde ich schade, aber naja, wir haben hier eine große Fläche vorne. Und ja, der Kollege angelt auch mit zwei Routen auf Karpfen. Ich glaube, er hat zwei auf Wels ausgelegt, glaube ich, und eine hinten auf Köderfisch. Ich habe drei Routen draußen und ja, also wie gesagt, ist ein privater See. Hier können wir uns einfach austoben, was wir sonst bei uns im Verein nicht können. So, das ist die zweite Route abgelaufen, die wo ich rechts vor den Bäumen platziert habe. Musste den Fisch echt hart dran nehmen, dass er nicht ins Holz geht, aber ging nochmal gut. Aus Seerosenfeld hat er gut überstanden. Als Gegenleistung mache ich dafür ein schönes Wasserfoto mit ihm, der so stark gekämpft hat. Schauen wir mal, ob er gleich wegschwimmt oder ob er sich kurz in die Kamera zeigt.
schöner Kampfdackel, Spiegler. Und ich muss sagen, er ist noch jungfräulich. Kein einziges Loch in seinem Maul, völlig makellos, echt schöner Fisch, schön kampfstark. Echt kleine, dicke Torpedos. Der Platz ist gut, ich glaube, da kommt sogar vielleicht noch einer heute. Mal schauen. Da kann ich mal schön wieder weiter schwimmen. Schönen guten Morgen, Nacht ist vorbei. Für mich eine relativ aktionsreiche Nacht. Ich hatte gestern Nacht noch einen Biss auf Köderfisch, den habe ich leider verloren. Dann habe ich die Route noch mal ein bisschen weiter rechts noch mal neu ausgebracht, weil da sind weniger Seerosen. Jetzt bin ich die mal kontrollieren gekommen, da war leider sonst keine Aktion in der Nacht. Karpfenmäßig hatte ich 3 Läufe in der Nacht, einen Spiegler und 2 Graser. Einen Graser habe ich leider verloren und den Spiegler und den Graser zeige ich euch nachher noch. Jetzt denke ich mal, dass ich hier hinten noch ein bisschen Spinnfischen werde. Jetzt ist das Laub in den vorderen Teil gezogen und der hintere Teil ist komplett sauber. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen Spinnfischen. Vielleicht erwische ich noch einen schönen Barsch oder vielleicht bekomme ich noch mal einen Hechtbiss. Mal schauen. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen probieren. Danach werde ich zusammenpacken und dann war es für heute die Session eigentlich. Schaut mal die kleine Kugel an. Einer der besten Fische, glaube ich, hier drin. Ich habe jetzt mal erst ein paar gefangen, wo die gleiche Größe hatten. Ich glaube, viel größer als wieso werden sie nicht. Schöner Fisch. Echt schön. Das ist eine schöne Bahnschranke. Oder? Echt schöner Graser, echt kampfstark. Jetzt am Anfang wie ein Kartoffelsack, aber zum Schluss eine echte Rakete. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin bin ich euer Just Fishing.